Es gibt Dinge, die findet man einfach nicht. Egal wie hart man sie sucht, man findet sie einfach nicht. Sinn und Verstand in der Politik, normale Sprechweisen hier auf YouTube oder eben auch Atlantis. Das versunkene Königreich, wer weiß schon, wo man es finden kann. Okay, warte mal, ich hab's gefunden. Nämlich genau hier, zumindest in Disney-Form, in einem neuen Zavi-exklusiven Steelbook. Und das ist jetzt tatsächlich unbeschadet und wohlbehalten bei mir gelandet. Passend auf jeden Fall zu den anderen Disney Classics aus der Reihe hier. Zwar leider mit der neuen Spine-Nummerierung, aber trotzdem durchgehend nummeriert. Auch auf dem Backcover mehr oder weniger in dem einheitlichen Disney-Design mit dem Hinweis, dass es sich dabei um den 40. animierten Disney-Streifen handelt, beziehungsweise um den eigentlich ersten, der auf dem Backcover ein derartig schwaches Image nützt. Weil ganz ehrlich, die Nachschärfungseffekte sehe ich ja sogar noch von hinter der Kamera aus. Das ist definitiv nicht die beste Auswahl. Dafür bekommen wir hier auch deutschen Ton mit dabei bei der Blu-ray. Also für alle, die Steelbooks haben wollen und auf den deutschen Ton Wert legen, die werden hier glücklich. Das Steelbook an sich zeigt dasselbe Frontcover-Motiv wie eigentlich hier der Quarterslip. Dafür ist allerdings hier auch der Filmtitel geprägt, der Rest mehr oder weniger wie bei einem Rahmen nach außen geprägt, wie wir es ebenfalls von der Reihe eigentlich gewohnt sind. Da finden wir dann einige der Hauptcharaktere, die sich mehr oder weniger unter einem der Charaktere aus Borderlands versammelt haben, die jetzt offensichtlich gleich irgendeinen Stein zum Sprechen bringen möchte oder eine dieser versteinerten Nacktschnecken mit Augen, was auch immer hier aus dem Kingdom of the Crystal Skull entflohen ist. Das ist aber trotzdem irgendwie ein ganz nettes Cover-Artwork, obwohl sich den metallischen Schimmereffekt des Steelbooks eigentlich so gut wie gar nicht zunutze macht. Das ist dann eher schade. Dafür bekommen wir hier hinten auf dem Backcover ebenfalls ein ganz nettes Bild, das finde ich recht cool aussieht, aber ebenfalls nur im kompletten Full-Gloss-Look gehalten ist und auch nicht wirklich irgendwie was von einem metallischen Steelbook-Effekt hat. Damit ist das Ganze für mich eher so eine Art Durchschnitts-Steelbook. Drinnen wartet dann einerseits die Disc ebenfalls im Disney Classics Design und dann hier ein durchgehendes Innenartwork, das ich persönlich einfach nur geil finde. Ganz ehrlich, wir haben da einen gezeichneten Überblick über einige der Hauptcharaktere. Wir haben dann Atlantis, nehme ich mal an. Man merkt vielleicht, dass ich den Film noch nicht gesehen habe, oder? Außerdem ist das Ganze, finde ich, sehr, sehr schön durchdacht, sehr, sehr schön auf diese beiden Teile von dem Steelbook aufgeteilt und ausgeweitet. Das ist wirklich eine schöne Sache, sodass man insgesamt, finde ich, mit diesem Steelbook durchaus zufrieden sein kann. Und langsam aber sicher sollte ich echt einmal kontrollieren, wie viele von diesen Disney Classic Steelbooks es schon gibt. Weil ich glaube tatsächlich, die Sammlung wird bald voll.